Willkommen bei Musters Genussmanufaktur. Heute gibt es einen leckeren Schokoladenkuchen mit Apfelschnitzen dazu. Wir wünschen dir mit unserem Video viel Spaß. Heute gibt es bei uns einen wahrscheinlich der leckersten und süßesten Schokoladenkuchen. Und zwar ist es ein Rezept aus meinem ersten Kochbuch aus dem Jahre 2005. Wir brauchen folgende Zutaten: dunkle Schokolade, Butter für den Kuchen, Zucker, Eier, gemahlene Haselnüsse. Als kleine Beilage Apfel werden mit Butter und mit Limettenzesten dann verfeinert. Beginnen wir mit dem Schmelzen der Butter und dem Zerlassen der Schokolade. Einfach wichtig, mach's in einem Wasserbad, damit die Schokolade nicht zu heiß wird, weil sonst verbrennt das Fett und der Kakaoanteil. Und deshalb haben wir eine Glasschüssel und heißes Wasser vorbereitet. Wir geben mal die Butter dazu. Und auch die Schokolade. Jetzt lassen wir das Ganze schmelzen und dann sehen wir uns schon gleich wieder. Nun brauchen wir die 6 Eier. Auch da immer schauen, dass du sehr frische Eier hast. Die Eier kühlen wir jetzt. Geben mal einen Teil des Zuckers dazu. Auch noch. Danke, Petra. Nun kommen die gemahlenen Haselnüsse dazu. Auch da zwei Etappen machen. So kann man es besser miteinander vermischen. Wie ihr sehen könnt, ist die Schokolade und die Butter schön geschmolzen. Hat schöne glänzige Oberseite bekommen. Jetzt geben wir das Ganze zu unserer anderen Mischung dazu. Und jetzt verrühren wir das Ganze nochmal. Nun, die Masse ist vorbereitet und jetzt füllen wir das Ganze in unsere Backform, die mit Backpapier ausgekleidet ist, aus. Dann die Masse ganz langsam in die Form eingießen. Der Kuchen, der wird auch nicht extrem hoch gehen. Also von daher kannst du die Form bis 2/3 ohne weiteres füllen. Ich kann euch sagen, so eine rohe Teigmasse schmeckt halt einfach lecker. Ich hoffe, ihr habt nicht gesehen, wie ich genascht habe. Ja! Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt geht's draußen an den Grill zu Petra, die mit dem Keck auf uns wartet. Nun kommt unser Kuchen auf den Grill. Wir haben unseren Keck bereits vorgeheizt, das heißt mit Holzkohle gefüllt und angefeuert. Und der Grill muss mindestens eine Temperatur von 160 Grad im Innenraum haben. Ihr wisst ja, beim Backen ist es immer so eine Sache, da muss es immer genauer sein. Bei Fisch und Fleisch ist es halb so wild. Wie ihr seht, haben wir in unserem Grill ein Messgerät, ein Kerntemperaturmessgerät eingelegt, damit wir unsere Temperatur besser messen können bzw. überwachen. Und jetzt stellen wir den Kuchen einfach in die Mitte des Grills, schließen den Deckel und regeln
den Grill auf 160 Grad ein und lassen den Kuchen circa eine Stunde darauf. Und dann sehen wir uns wieder. Für unseren Schokoladenkuchen brauchen wir noch eine kleine Beilage. Und da haben wir ja Äpfel geschnitten, etwas im Limettenwasser eingelegt. Jetzt werden wir die schön in die Schale verteilen und mit der geschmolzenen Butter und einem Teil der Limettenzesten dann übergießen, zudecken und dann werden die mit der Restwärme, währenddem der Kuchen auskühlt, fertig gegart. Legen wir die hier in die Schale. Wir haben die jetzt schön eingeordnet. Nun nehmen wir unsere flüssige Butter. Wie du siehst, Zucker kommt keinen dazu. Aber was wir noch ein bisschen dazugeben, ist ein bisschen Apfelschnaps. So. Jetzt überträufeln wir das Ganze. Nehmen ein Backpapier, sehr wichtig einfach keine Alufolie nehmen, weil der Inhalt hat Säure drin. Wir legen das hier drauf. Und jetzt können wir das auf den Grill legen und mit der Restwärme noch fertig ziehen lassen. Unser Kuchen war nun 1,5 Stunden auf dem Grill. Jetzt machen wir mal die Stichprobe. Um festzustellen, ob der Kuchen fertig ist, steche ich mit einer Nadel oder wie hier mit einem Schaschlikspieß einfach in den Kuchen. Und wenn ich die Nadel herausnehme und es hat keinen Teig mehr daran, ist das das Zeichen, dass der Kuchen fertig ist. Ja, ich würde sagen, der ist gut und es riecht auch schon richtig lecker nach Schokolade. Jetzt werde ich den Kuchen herunternehmen. Und wie Markus euch schon erklärt hat, die Äpfel dann darauf legen zum Garen. Also Kuchen raus. Und dann werde ich hier die Erhöhung einhängen, damit wir hier rundum mehr Hitze haben, um die Äpfel zu garen. Die stellen wir einfach oben drauf und schließen den Deckel. Der Schokoladenkuchen ist jetzt leicht ausgekühlt und die Äpfel sind schön durchgegart. Und jetzt geht es ans Anrichten. Decken wir mal unsere Äpfel ab. Nehmen wir die kurz beiseite. Und der Schokoladenkuchen schmeckt natürlich auch sehr, sehr lecker, wenn er noch ein bisschen lauwarm ist. Jetzt schneiden wir den mal an. Machen wir es mal wie beim Fleisch, einen klassischen Mittelschnitt. Schaut mal, wie saftig dieses Stück ist. Dann schneiden wir eine schöne Scheibe runter. Dann nehmen wir einige von unseren Apfelschnitzen. Nehmen von unseren Limettenzesten. Gibt noch eine gewisse Frische dazu. Und dann geben wir noch etwas von unserer Butter, Limetten, Apfelsauce dazu. Unser Schokoladenkuchen mit Äpfelschnitzen als schöne Nachspeise für ein tolles Menü. Und jetzt wird probiert. Und solange der Kuchen noch ein bisschen lauwarm ist, hat er natürlich noch einen intensiveren Geschmack. Probieren wir das mal. Beides zusammen. Mhm.
richtige Geschmacksexplosion. Mhm. Schön saftig. Erfrischend durch die Äpfel und die Limette. Mhm. So ein richtig schöner Abschluss für ein Menü. Unbedingt mal nachmachen. Mhm. Ja, wir haben in der Zwischenzeit auch noch schnell ausgerechnet, wie viele Kalorien der ganze Kuchen hat. Ja. Und wir sind auf lockere 6480 Kalorien gekommen. Also man gönnt sich ja sonst nichts. Oder? Also guter Abschluss für ein leckeres Essen. Ja, ja. Das merkt man ja kaum im Kuchen. Ja, ja. Schön süß und lecker. Das kann ich doch. Da zählt man keine Kalorien. Und alle Informationen zu diesem tollen Rezept findet ihr wie immer unten in unserer Infobox oder auf der Homepage. Und über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen wir uns natürlich auch. Und wenn du noch kein Abonnent von unserem Kanal bist, kannst du das sehr gerne hier nachholen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.